Matthias! Hey, wie geht's? Der Marco ist schon da? Nein, du bist der Erste. Also, Zweite nach mir. Ich hoffe, der beeilt sich. Ich hab noch ewig Zeit. Und was tut sich bei dir da? Ja. Markus! Grüß euch! Wartet schon lang? Nein, ich bin eh gerade gekommen. Ich bin schon längst. Dann bei dir. Habt ihr schon was überlegt? Puh! Nee, wirklich. Mir ist auch nichts eingefallen. Jetzt wird es aber langsam Zeit. Lang ist ja nicht mehr. Ein bisschen Zeit haben wir eh noch. Aber ich bin ja bis zur Feier dann nicht mehr in Wien. Wann ist denn nochmal? In 3 Wochen. Gut. Und wann hat Geburtstag? Du weißt nicht einmal, wann deine eigene Mutter Geburtstag hat? Das ist aber schon traurig. Ach Gott, ich habe genug andere Sachen im Schädel. Wunderbar. Am 28. Sohn des Jahres. Ja, du brauchst gar nichts zu tun. Mit der Agentur und dem Umzug habe ich gerade urviel Stress benannt. Du bist echt der Arschloch, selbst in Wien und fahr mich jetzt bitte nicht so an. Streit dich nicht schon wieder, das ist so fast wie früher. Schön, nicht die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Was? Der depperten Wiener Sarkasmusgang sind den urdepperten Ohrschenkel schieben. Siehst du, der fängt schon wieder an. Ihr schließt wie immer aus, nur weil ich ein bisschen anders bin. Was hast du ich? Wir schließen dich nicht aus, weil du anders bist. Wir schließen dich aus, weil du deppert bist. Was hast du wir? Ich kann echt nicht glauben, dass ich mir mit euch einen Uterus geteilt habe. An was? Gekommen. Tut mir leid, können wir jetzt deswegen nicht streiten. Bitte. Das ist so typisch für dich. Du bist wie die Mama. Nur weil wir eine Familie sind, müssen wir zusammenhalten. Aber ich sag dir was, ein Arschloch ist ein Arschloch, auch wenn er Familie ist. Da hat er irgendwie recht. Aber die Mama war nicht so. Die war genau so falsch und verlogen. Das ist jetzt aber gemein. Wurscht, jetzt, wir müssen ein Geschenk finden. Ich geh kurz schiffen. Austreten? Nein, schiffen. Also er hat definitiv die wenigste DNA aufgekriegt. Wenn du nicht immer so gierig warst, dann war ich beide halbwegs brauchbares Individuum geworden. Es heißt Individuum. Halt die Burschen. Was machst du denn jetzt? Ich rufe mal schnell den Papa an und frage ihn, was er der Mama zum Geburtstag schenkt. Vielleicht hilft uns ja das weiter. Gute Idee. Hallo Papa, ich bin's. Markus, grüß dich. Du, ich habe eine Frage. Ja? Ja, die sitzen neben mir. Ja, du Papa, ja mach ich. Ja, jetzt. Schöne Grüße. Danke, ja Ma. Gib her. Papa. Hallo. Ah, Thomas. Du, hast du... Gut, was mir mal... Der kennt mich bestimmt nicht. Hallo, Papa. Woher weißt du das? Bei den anderen zwei hast du das nicht gewusst. Gib her, du Taupo. Papa, Thomas. Du, hast du für die Mama schon ein Geburtstagsgeschenk? Ja? Okay. Ja, wir überlegen gerade. Passt. Servus. Ja. Und? Müsst nicht wissen. Sag halt. Was ist denn? Romantisches Wochenende. Und was ist so schlimm dran? Weil... Weißt du, was die machen? Wo dann? Na und? Die sind auch nur Menschen. Stell dir vor, Mama und Papa haben... Schalalala. Ich will das nicht hören. Seid bitte nicht so kindisch. Die Brüder in ihrem Alter noch? Das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Das ist gerade jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Also, was machen wir jetzt wegen dem Geschenk? Ich hab's. Jetzt soll einer das Wochenende. Genau. Dann hat der Papa kein Geschenk mehr. Aber der braucht ja eigentlich keins. Weil sie sind eh schon verheiratet. Und da schenkt man sich dann nichts mehr zum Geburtstag? Oder wie meinst du das jetzt? Naja, dafür gibt's ja den Hochzeitstag. Also, so wird es nichts. Check mal Amazon. Genau, googelt mal nach einem Geburtstagsgeschenk für eine 57-jährige Mutter. Boah, ist das cool. Was kann denn das alles? Hast du das schon lang? Schon lang.
Du kennst dich jetzt gar nicht aus in der Welt. Du musst ja eh wissen, was die Mama macht. Ich meine, bist ja ihr Mitbewohner. Ja, weil ich hab mein eigenes Zimmer. Was macht die Mama denn so? Sie schaut gern Desperate Housewives. Siehst du, Mama? Desperate Housewives, Staffel 1, 2, 4, 5. Wer gibt's denn von dem Schaf? Es rennt jeden Dienstag. Ja, was? Frage ich dich eigentlich. Ja, das klingt gut. Nehmen wir einfach alle, das gibt's. Was wird teuer? Viel Geld habe ich nicht. Wir könnten auch was basteln. Das war billiger. Geh bitte, wie alt bist du? 9? Du weißt genau, wie alt ich bin. Also gut, ich borg gleich dabei, aber dann bestell bitte gleich. Das mache ich von daheim aus, da fühle ich mich sicher. Dass die Daten im Netz und so. Kannst du bitte jetzt bestellen, du vergisst, bis du zu Hause bist. Na geh, ich mach mal Erinnerungen. Zack. Fertig. Das geht. Gut. Ich muss eh los. Bestell's und vergiss bitte nicht. Ja, mach ich, überweisen das Geld. Sobald du bestellt hast. Ich bestelle. Gut, dann kriegst du das Geld. Gut, wir sehen uns dann auf der Geburtstagsfeier und lass bitte einpacken, sei ja so gut. Aber bestimmt das Muster. Spar dir das. Bis dann. Tschüss. Servus. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, was du machst, aber ich werde jetzt zu meiner Freundin. Zu Christine? Nein, aber nein. Die habe ich ja schon voll lang nicht mehr gesehen. Also die Christine, die Neiche nicht, die kenne ich ja noch nicht. Und wie heißt's? Ich gehe jetzt. Okay, schöne Grüße.